So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Ein brandneues und aktuelles Magazin. Heroes of Manga. Kostet 6 Euro. Ich habe das gesehen. Ich habe mir gedacht, nein. 6 Euro mit einem Blaster wieder drin. Waffen, ihr wisst, finde ich nicht schön in Plastik. Aber vielleicht will ja ein oder andere von euch gerne das Magazin kaufen. Ich habe es jetzt gekauft für euch. Wie gesagt, kostet 6 Euro. Das brandneue und aktuelle Heroes of Mangas Magazin Nummer 1. Dann könnt ihr es entscheiden. Braucht ihr es nicht. Das dazu. Aber nichtsdestotrotz. Packen wir das jetzt aus. Ich präsentiere euch das komplett. Und wie gesagt, 6 Euro ist natürlich eine Hausnummer. Wollen wir ganz ehrlich sein. Für 6 Euro, da kriegt man fast schon ein kleines Lego Miniset. Mit Rabatt. Ist leider so. So. Ich komme dazu, was ich nicht so mag. Diese Blasterpistolen. Seht ihr, die Farbe. Die ist stabil, muss man ja sagen. Die ist stabil, aber Mega Blaster. Braucht ihr die? Schreibt mir das mir doch in die Kommentare. Ob ihr wirklich das Magazin vielleicht kauft, weil ihr sie wollt. Die ist doch auch in Mickey Mouse oder sonst was Magazin mit drin. Das dazu. So, und hier haben wir das. Heroes of Manga Magazin Nummer 1. Dann haben wir hier Band 16. Was ist das denn? Ganz dünnes Papier. Und das haben die noch angeklebt. Das haben die wirklich noch angeklebt. Das ist doch nicht. Da möchte ich jetzt nichts zu sagen. Das war doch in Folie eingeschweißt. Warum muss man dann noch ankleben? Jetzt ganz ehrlich, warum? Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Folie drumherum und dann nochmal Kleber. Und ihr seht, cool, kommen wir gleich zu, was das ist. Aber jetzt natürlich erstmal das große Heroes of Mangas Magazin drin rumbleibt. Dann vielleicht ist es ja was für euch. Und wie gesagt, es kostet 6 Euro. Ihr guckt es euch jetzt genau an. Und dann könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ihr wollt es nicht oder sonst was. Wenn ihr es schon habt, schreibt es in die Kommentare, wie ihr es findet. Ihr seht, Pokémon-lastig. Der ein oder andere, der Pokémon spielt, kennt die ganzen Tricks. Dann natürlich asiatischen Bereich, wo natürlich die Manga-Festivals immer spielen, ist ganz klar. Dann haben wir hier mehrere Poster. Einmal. Zweimal ist der Klassiker. Oh. Dreimal. Haben wir hier noch eins. Super Mario. Ist immer nett. Und Pokémon, habe ich gerade schon gesehen. Die ganze Pokémon-Familie. Was haltet ihr von den Posters? So, dann geht es natürlich weiter. So, ihr seht es. Wissenswertes über Spiele. Rätselspaß, Wissenswertes. Hier. Oh, könnt ihr jetzt Hand lesen. Wie man die malt und sowas alles. Zeichnung gibt es davon auch. Und zack, Ende. So, das wird wohl eins von zwei nächste Mal drin sein. Kommt, das nächste kommt raus am 19.04. Das hier ist noch eine lange Zeit. 19.04. kommt erst das nächste raus. Und da könnt ihr haben eine Waffe oder ein Messer. Auch aus Plastik in so leuchtendes Grün. Also, das ist das neue, brandneue Heroes of Manga Magazin Nummer 1. Dazu gab es eben dieses hier, dieses Comic. Auch da blättern wir jetzt drin herum. Und ihr seht, ich zoome mal näher ran. Es ist cool gemacht. Schwarz-Weiß-Zeichnung, alte Zeichnung, Stil mag ich. Ob ich jetzt dieses Manga-Comic mag, weiß ich nicht. Ihr könnt ja immer wieder auf Pause machen, dann könnt ihr euch was durchlesen, dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr es wollt. Ja, es ist ziemlich, ich hätte beinahe gesagt, schwarz-weiß-lastig, aber das hat so an sich. Aber ihr seht, es ist relativ gut gemacht,
muss man echt lassen. Dazu sage ich nichts. Ist wirklich gut gemacht. Ob die Story mir gefällt, müsste man sich natürlich Zeit nehmen und durchlesen. So, letzte Seite natürlich, weil er eingeklebt war, ist natürlich der Kleber raus. Also, das ist das brandneue Heroes of Manga Magazin Nummer 1. Für 6 Euro. 6 Euro, es muss euch vor die Augen halten. Dafür kriegt ihr das kleine Comic, dieses Magazin und dieses Mega Blaster. Das abwärts. Das, okay, das mittelmäßig. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Schreibt mir auch, ob ihr es schon habt oder ob ihr es jetzt holen wollt. Ich werde natürlich irgendwas von Mangas unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig vielleicht. Auf jeden Fall, ihr schreibt mir jetzt eure Meinung, eure Kommentare dazu. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.